Das Wort Flüchtling ist in meinem Vokabular spät eingeflossen. Sehnsucht, die von Mutter war, in diese Bukowina zu wahren. Sie war. Звичайно, я вперше побачила сльози свого тата, своєї мами. Тому що люди там працюють і виїжджають із хорошого життя. Der tiefere Sinn, ein Leben zu retten. Dass man flüchten muss aus seiner Heimat, es ist traurig. Якщо щось трапляється, то потрібно не сидіти на місці, а просто щось взяти і робити. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2016 die höchste in der Geschichte der Menschheit. Mehr als 70 Millionen Menschen sind gezwungen, an einem fremden Ort neu anzufangen, weil sie durch Krieg, politische Verfolgung oder Naturkatastrophen alles verloren haben. Nach mehreren Jahrzehnten ohne Krieg steht das moderne Europa heute vor der großen Herausforderung, politische Stabilität und soziale Gerechtigkeit in einer multikulturellen Gesellschaft zu gewährleisten. Um die Dimension von Flucht und Vertreibung besser verstehen zu können, ist es hilfreich, eine Generation zu betrachten, die diese Erfahrung bereits gemacht hat. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts 1939 wurde SS-Reichsführer Heinrich Himmler mit der Umsiedlung der sogenannten Volksdeutschen betraut. Dies betraf auch Familien aus Czernowitz, Hauptstadt der Region Bukowina im heutigen rumänisch-ukrainischen Grenzgebiet. Durch den Vertrag zwischen Hitler und Stalin, denn alle Deutschstämmigen das Land verlassen mussten, denn Stalin wollte gerne diese Nordbukowina wieder zurückhaben. Das war noch eine Zeit, wo Deutschland mit Russland in einem freundschaftlichen Verhältnis gelebt hat. Ich kann nur sagen von ihren Erzählungen, dass sie 1940 hieß es für die Deutschen Heim ins Reich. Sie hat nur gesagt, wir sind geflüchtet von Czernowitz nach Oberschlesien. Bis zum Zweiten Weltkrieg lebten etwa 90.000 Deutsche und Österreicher in der Region um Czernowitz. Mit der Annektierung der nördlichen Bukowina durch die Sowjetunion im Juni 1940 begannen die Vorbereitungen für die Umsiedlung der Deutschstämmigen ins Deutsche Reich. Als die Sowjets in die Bukowina einrückten, begannen sie sofort, die Bewohner der Region zu enteignen, zu verhaften und ihren Besitz zu beschlagnahmen. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich damit schlagartig, sodass viele ukrainische Familien die Entscheidung trafen, den Deutschen zu folgen und die Flucht in den Westen zu wagen, trotz der Unsicherheit, die sie mit sich brachte. Das Wort Flüchtling ist in meinem Vokabular spät erst eingeflossen. Das war eigentlich kein Begriff. Wir waren Auswanderer, das hätte dann besser gepasst. Wir hießen aber Umsiedler. Na ja gut, traf ja zu. Aber in Wirklichkeit war der tiefere Sinn, ein Leben zu retten. Mein Vater, der war auf der bedrohten Liste, wahrscheinlich an einem Spitzenplatz. Was hat er gemacht? Hat er sich einer ukrainischen Einheit angeschlossen, die in die Ukraine ging, um für die Selbstständigkeit des ukrainischen Staates zu kämpfen. Aber dieser Einsatz ging schief. Und das hat ja natürlich gereicht, für die Sowjets zu sagen, du hast auch gegen uns, gegen die Roten, was denn sonst. Und wenn mein Vater dann verschwand als Ernährer, dann war das natürlich die Familie auch am Ende. Und von Czernowitz ist meine Familie dann, nachdem die
Sowjetmacht sich etabliert hatte, nach Deutschland umgesiedelt worden und kam über verschiedene Stationen schließlich nach Wetzlar. Der weite Weg in die neue Heimat begann mit den Registrierungen der Umzusiedelnden in Czernowitz. Die Personalien der Betroffenen wurden in Listen aufgenommen und ihnen eine Kennkarte überreicht, die sie um den Hals tragen sollten. Sobald sie diese Karte entgegengenommen hatten, standen die Umzusiedelnden unter dem Schutz des Deutschen Reiches. Mit dieser Kennkarte erhielt jeder Umgesiedelte seine Umsiedlungsnummer, bestehend aus den Buchstaben BU, einer römischen Ziffer für den Ortsbereich, und arabischen Ziffern, die sich auf Gemeinde und Person bezogen. Die meisten Umsiedler aus der Bukowina wurden im annektierten Polen angesiedelt. In vielen Fällen erfolgte der Transport mit der Eisenbahn, sodass die mitzunehmende Gepäckmenge sehr gering war und vieles zurückgelassen wurde. Um sein Leben zu retten, fährt man halt mit diesem Wagen, mit diesem Zug mit, ne? Ich kann mich nur erinnern, dass meine Mutter plötzlich aufstand und am Bahnhof, dann den Bahnhofsfuhrer hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, wo fährt der Zug da auf dem anderen Bahnsteig hin? Und er hat gesagt, nach Berlin. Er hat gesagt, da möchten wir hin, lassen Sie uns bitte raus. Und so sind wir nach Berlin-Babelsberg gekommen. Ich bin hierher gekommen und fühlte mich hier dann auch gleich wie zu Hause und das war schon in Ordnung. Ich habe mich an die Stadt sehr schnell gewöhnt und war hier auch dann sehr, sehr schnell zu Hause. Ja. Seit 1954 haben wir meine Eltern hier gebaut und dann sind wir hier zum Ostring gezogen. Aber die Mutter eben, ihr fehlte dieses Bewusstsein, da ist kein Czernowitzer hier. Du gehst in ein Land rein, wo nur Westfalen und nichts mehr sind. Nicht diese Mentalität, die ein Czernowitzer hat eben. Also die Mutter, wenn die nicht weggemusst hätte, sie wäre da geblieben. Also sie hat sehr gelitten, also sehr, sehr Heimweh, dass mich das jetzt noch trifft. Tut mir leid, aber ich muss schon sagen, sie würde das heutige Zeit sehr stark empfinden, was bedeutet, Flüchtling zu sein. Ich wohne jetzt 50 Jahre hier im Braunschweig, die längste Zeit meines Lebens. Ja? Und trotzdem fühle ich mich aber der alten Heimat, nämlich meiner Geburtsstadt, verbunden. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich möchte einmal noch gucken und noch einmal hinfahren. Aber es ging ja nicht, es ging ja nicht. Und dann kam ja diese Zeit mit Gorbatschow und da hatte man die Möglichkeit. Sie hat nie geglaubt, dass sie in die Heimat zurückkam. Dann sagte sie, das mache ich. Und da willst du auch mit? Ja, da fahre ich mit. 1984 habe ich sie dann begleitet, das erste Mal. Da bin ich mit einer großen Gruppe dann dahin gefahren. Ne? Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Denn wissen Sie, wenn man so einen Kindheitstraum hat und wenn sich der erfüllt, der geht einem das Herz auf. Im Jahr 1964 lebten etwa 54.000 Bukowiner in Deutschland. Ihre tiefe Verbundenheit zur alten Heimat ließ die Geflohenen und Umsiedler auch nach Jahren nicht los. Viele Kinder der Bukowiner hatten den Wunsch, in ihr Herkunftsland zu reisen, um die Heimat ihrer Vorfahren mit eigenen Augen zu sehen. Dank politischer Öffnungen der UdSSR in den 1980er Jahren wurde es den Menschen ermöglicht, ihr früheres Zuhause wiederzusehen. Dennoch gelang es oft erst der nächsten Generation, die Geburtsorte, Landschaften und Häuser, in denen ihre Eltern aufgewachsen waren, zu besuchen. Wir sind dann zusammen nach Czernowitz gefahren. Ich habe gesagt, so, ich möchte gerne zu meinem Elternhaus gehen. Meine Eltern haben 10 Jahre gespart, um das Haus zu bauen. 30 haben sie das Haus gebaut. Ja, 30 und sind 40 wieder weg. Sie haben 10 Jahre daran, haben Herzblut daran gehängt. Meine Mutter, die hat unendlich viel erzählt, nicht nur von ihrem Elternhaus auch, sondern auch, dass sie sich in dieser Stadt Czernowitz sehr, sehr wohl gefühlt hat. Und das war für mich ein Glück,
auf diese Art und Weise die Stadt auch kennenzulernen, ohne sie zuvor gesehen zu haben. Ja, zur Ukraine habe ich dann natürlich auch eine starke innere Bindung. Meine Heimat ist eigentlich hier. Tschernowitz war meine erste Heimat, derweil ich dort zur Welt gekommen bin. Und Wetzlar ist meine zweite Heimat, weil ich seit fast 100 Jahren hier lebe. Erinnerungen und Heimatgefühle verblassen auch nach Generationen nicht. Während einige der Deutschen nach ihren Wurzeln suchen und in ihre alte Heimat Tschernowitz zurückkehren, treffen sie hier auf Ukrainer, die heute das gleiche Schicksal teilen. Menschen, die auf der Flucht und auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Nachdem die ukrainische Regierung am 21. November 2013 das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union überraschend nicht unterzeichnete, gingen die Bürger Kiews in gewaltfreien Protesten auf die Straße. Die Demonstranten forderten die Absetzung des Präsidenten Janukowitsch. Durch brutale Einsätze der Polizei kam es immer wieder zur Eskalation dieser Proteste. 90 Tage nach Beginn der landesweiten Demonstrationen floh Präsident Janukowitsch und eine proeuropäisch eingestellte Übergangsregierung wurde gebildet. Russland nutzte die politische und wirtschaftliche Instabilität der Ukraine aus, um die autonome Republik Krim im Frühjahr 2014 zu annektieren. Daraufhin brachen in Teilen der Ostukraine Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee aus. Aufgrund der gemutmaßten militärischen Unterstützung der Separatisten durch Russland verlor der ukrainische Staat die Kontrolle über Teile der Gebiete um Donetsk und Lugansk. Selbst im Jahr 2016 nehmen die Kämpfe im Osten kein Ende. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bis heute mehr als 10.000 Menschen getötet. Weitere 1.000 befinden sich in Gefangenschaft oder gelten als verschollen. Die Kämpfe zwangen viele Menschen, ihre Häuser zu verlassen und in andere Regionen zu fliehen. Жили нормально, дом построили себе, сыну. Все цели, которые мы намечали, практически достигли, но, к сожалению, вот пришлось покинуть родные места. Ну, часто згадую заброшені будівлі, заводи, пусті вулички, по яким майже ніхто не ходить. Загалом тільки вже люди похилого віку, на момент мого від'їзду місто було вже звільнено, але невідомо, бо це було на невизначений термін, бо могли повернутися. Коли були бойові дії, то ми перебували взагалі більший відрізок часу в Сумах, Сумській області. Всі, звісно, були за переїзд, тому що з анексії Криму Російської Федерації перше, що почалось, переслідування всех людей, кто был против так называемого референдума. Многих моих друзей, даже некоторые до сих пор находятся в следственных изоляторах под следствием. Die Wurzeln vieler Flüchtlinge sind zerstört. Sie können nicht mehr davon leben. Sie leben von ihren Hoffnungen und wir tun gut daran, diese Hoffnungen nicht zu zerstören. Alles andere wird als eine weitere unerklärbare Hässlichkeit in die Geschichtsbücher eingehen. Andrea Mira Menegin. В Дніпропетровську, як тоді починались ці події, то було страшно, що, можливо, вони пересунуться і на нашу частину. Частина, в якій ти просто виходиш на вулицю, і був такий час, що ти виходиш або виходиш до дороги там трохи далі від мене, і там їдуть бойові машини, і ти чуєш постійно кожного дня, як там стріляють і відбуваються ці дії саме туди, на війну. Так часто таке відбувалося, що і вертольоти літали, і вибухи були, це дуже часто. Ну, я бачила такі спалахи, котрі були в сусідніх містах.
І я уявляла, як людям жахливо. Сидимо ми на дворі, щось там теж робимо. І просто над головою літаки літають. Ось просто над головою. Ось взагалі дуже низько, і що я могла розгледіти, що там написано, ці зірочки, що там намальовано. Тому наважилась поїхати навчатись сюди. Сели на машину, уехали. Проехали адмінкордон этот, і ми на території материкової частини. І свобода, їдь куди хочеш. Ну, їхали, говоримо так, їдемо в Бандерштат, в Черновці. Die Krim-Tataren sind bekannt als das Volk der ewig Flüchtenden. Seit 1944 sind sie immer wieder gezwungen worden, die Krim zu verlassen, ohne Aussichten auf eine Wiederkehr. Auch 2014 mussten die Menschen, die zum Teil erst in den 90er Jahren wieder auf die Krim ziehen konnten, diese erneut verlassen. Тоді ще раз було трохи лячно, бо могли б не випустити, але жінок та дітей випускали, чоловіків – ні. Було лячно за батька, за чоловіка моєї тітки. Дуже зворушливо. У мене був потяг ввечері. Звичайно, я вперше побачила сльози свого тата, своєї мами. І самі мені було дуже сумно прощатися, тому що я розуміла, наскільки далеко я їду. І, мабуть, вперше в мене відвідала думка, а чи правильно я роблю? Mit den Anordnungen Nummer 505 und 509 wurden Ende Oktober 2014 Hilfszahlungen in Höhe von 2400 Hryvnia, ca. 90 US-Dollar, für jeden Flüchtling vom ukrainischen Ministerkabinett beschlossen. Des Weiteren unterstützt der Staat die Transferierungen der Banknoten aus den besetzten Gebieten in sichere Regionen. Diese Leistungen reichen jedoch nicht aus, weshalb viele Flüchtlinge von privaten Organisationen unterstützt werden müssen. Взагалі, це почалося з такої, знаєте, цікавої нічної розмови двох скажених жіночок, які не спали і дуже переймалися, що відбувається в нашій країні. Це було 4 березня 2014 року. Ми почали приймати переселенців. На той час ми вже підтримували зв'язок і телефонний зв'язок з кримськими татарами. Перша родина, яку ми прийняли, це були кримські татари. Чесно говоря, мир не без добрих людей. Дом нам достався безплатно. Я искал, просматривал газету. Ми должны только восстановить все, окна поменять. Ну, в общем, смотреть за домом. Человек находится где-то за границей. Они приезжали как раз, и мы попали. Они говорят, с Крыма. Все, ребята, вот вам дом, бесплатно живите, сколько вам надо. Хоть 10, хоть 15 лет. Поддержку я получила, потому как открыла громадскую организацию. Это тоже меня подруга, так она меня подтолкнула к этому. И, в принципе, поддержку оказали громадские организации. Сейчас в основном организация занимается правовой поддержкой. Потом, значит, проводим культурные какие-то мероприятия. Мы не занимаемся гуманитаркой. Тут немного у нас гуманитарки есть, но это не основная такая наша... Як би сказати, направлення. Якось так склалося, ну просто мабуть, тому що Чернівці дуже мале місто. Так склалося, що ми моментально налагодили цю співпрацю з усіма органами влади. І тоді почався схід. У нас приїхало десь приблизно, я скажу, 3,5 тисячі переселенців. Це тих людей, які зареєструвалися. Дуже багато волонтерів по всій Україні об'єдналися для того, щоб приймати. Особливо, знаєте, у всіх було одне, що стане з дітьми. Потім їду, думаю, а де ж я буду жити? Біля мене сіла жінка Жанна, яка ми з нею почали говорити. І вона почала питати, а де ж ти будеш жити? І каже, що я тебе хочу, щоб ти цей час жила у нас вдома. Тобто вона так... підтримала мене, і я зрозуміла, що тут дуже добрі люди. Ну, навіть якщо мені прийшлося переїхати, я себе чувствую, скоріше всього, знаєте, як, ну, мабуть, як сім'я, яку бросили
в новую землю, и оно плодородное, и оно все это начинает снова прорастать. Die Bukowiner, die in den 40er Jahren nach Deutschland flohen und umgesiedelt wurden, haben heute die Möglichkeit, nach Czernowitz zurückzukehren. Ihrer alten Heimat werden sie immer verbunden bleiben, auch wenn Deutschland für viele zu einer neuen Heimat wurde. Noch haben die Generationen der Ukrainer, die aufgrund der Annexion der Krim und des Krieges im Osten fliehen mussten, nicht dieses Gefühl. Flucht und Migration sind zeitlose Phänomene und in der heutigen Zeit aktueller denn je. Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen der Erde verlassen wegen akuter Bedrohung durch Krieg, Verfolgung oder Naturkatastrophen ihr Land, ohne zu wissen, was die Zukunft für sie und ihre Nachfahren bringen wird. Sie versuchen, in Europa ein besseres Leben zu führen. Dennoch können sie ihre Wurzeln und ihre Heimat nie vergessen. Diese Erinnerungen an ihre Heimat geben die Geflüchteten auch an ihre in Europa geborenen Kinder weiter und erhalten somit auch in der neuen Heimat ihre kulturelle Identität. Die Gespräche mit den Ukrainern haben gezeigt, wie viele von ihnen es geschafft haben, sich in der Westukraine ein neues Leben aufzubauen, dort sogar eine neue Heimat zu finden. Sie haben aber auch die innere Zerrissenheit der Geflüchteten gezeigt, die ihr Leben lang zwischen zwei Welten stehen.